Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. Heute machen wir direkt eine Nebenaufgabe, und zwar Zeichen der Macht ist für unseren Dolch ganz gut. Ich hoffe, das packen wir direkt auf Anhieb. Mal schauen, werden wir gleich sehen. Eigentlich ist es ja kein Dolch, ne, sondern einfach nur terrorisiere den Wächter. Okay. Schleichtötung. Okay. Was meinst du? Soll ich ihn nachjagen oder ihn... Ach, das war jetzt keine Schleichtötung, leider. Aber er hat uns, glaube ich, er hätte uns entdeckt, hat aber nicht. Hätte, Fahrradkette. Ne? Wisst ihr Bescheid? So. Au. Erledigt. Schleichtötung. Schleichtötung. Zwei. Ich hätte jetzt gedacht, der kommt wieder hoch. Nein. Drei. Drei. Da muss noch einer oben sein. Hopp. Hopp. Shit. Gilt der noch? Tatsächlich vier. Einen noch. Einen einzigen. Ich darf natürlich wieder mal nicht entdeckt werden. Na, der ist am Kämpfen. Aber der bringt mir leider, bringen wir beide in dem Fall nichts. Der hier würde mir was bringen. Der ist zu weit weg. Und der spaziert da drüben rum. Schwierige Auswahl. Ich würde sagen, was macht der denn da jetzt noch? Ist das jetzt das da? Ah, der geht eh schon freiwillig. Sehr gut, ab damit. So. Und terrorisiere den Wächter. Gut, da darf ich dann höchstwahrscheinlich relativ simpel und einfach den Wächter. Ich bin jetzt eher weniger, aber ich muss sie terrorisieren. Mach ich. Ja. Oh, das ist einfach geil. War eine super coole Aufgabe. Gefällt mir richtig gut. So. Dass es noch mehr erwischt. Kriege ich noch ein bisschen mehr Punkte. Oh ja, das gab gut Punkte, also gut EXP. Gut, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt. Wir haben gar nicht mehr so viel. Ich würde aber ganz gerne nochmal in so eine Höhle reinspazieren. Ich sehe hier hinten, würde ich ganz gerne auch mit rein. Aber da ist es noch, da muss ich Kampfaufzehrung freischalten. Okay. Hier haben wir noch ein paar Dinger zum Sammeln. Wir sind hier unten. Ich würde sagen, wir laufen hier einfach einmal komplett außen rum und zu der Mithrilklinge. Dann haben wir nämlich alles eingesammelt, was auf dem Weg zu finden ist. Oder mit kleinen Umwegen zumindest. Und wir haben nochmal eine Nebenaufgabe. Die Folge wird halt ein bisschen mit Laufen, Sammeln und Nebenaufgaben vollgestopft sein. Halt, ich habe vergessen zu markieren. Das machen wir jetzt. Und markiert. Oder, nein, wir fangen lieber hier an. Sonst laufe ich mal wieder in die falsche Richtung. Ich kenne mich. Okay, los geht's. Kann ich jetzt auch den Grauk eigentlich noch vergiften? Geht das? Hopp. Tatsächlich, cool. Mach mal. Und weg. Ja, erzählen sie uns eh wahrscheinlich gleich. Nee, nicht mal. Gut. So. Ja, ja, zum Leuchtfeuer. Das nützt euch jetzt auch nichts mehr. Kann ich hier... Nein. Hä? Ich kann doch. Gut. Ich dachte schon, da stimmt doch irgendwas gewaltig nicht. So. Auch. Genickbruch. Sehr gut. Was mit dir? Wenigstens einer. Scheiße, ich wollte eigentlich terrorisieren, dann rauen sie nämlich ab, aber der wollte eh schon abhauen. Alleine. Yeah. So, Pfeifenkraut ist auch da. Sollen wir das mitmachen? Was ist das denn hier? Hilflos. Hat was mit einem Häuptling zu tun. Kann das wieder mit unserem Redback zu tun haben, eventuell. So. Hehehe. Ah, das ist zu böse.
Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Nicht nach rechts. Wir gehen weiter nach links. Ich hätte es mir vielleicht vorher ein bisschen merken sollen. Für die Zukunft weiß man's. So. Und. Auch terrorisiert. Nicht super. Und da ist ein Karagor. Der rennt hoffentlich woanders hin. Nein, der rennt natürlich auf mich zu. Also läuft er wieder weg. Und läuft auch auf mich zu. Nein, läuft wieder weg. Ah, ist mir recht. Scheint, wir brauchen nicht wirklich Panik vor diesen Viechern zu haben. Naja, wie gesagt, ist mir ganz recht. Da müssen wir uns nicht so viel Sorgen um diese Viecher machen. Zumindest, wenn Orks in der Nähe sind. Kann man, glaube ich, relativ gut so sagen. Okay, aufsammeln. Das andere sehen wir direkt auf der Karte. Belohnung, Dietrich. Ach, ein geiles Design für einen Dietrich. Ich frage mich bis heute, wie die Leute damit irgendwas aufbekommen sollten. Na, hören wir es uns an. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Naja. Weiter geht's. Dann sammeln wir das nächste Elbensymbol. Der Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Hm. Geht's hier rein? Tatsache. Wahrscheinlich bin ich schon dran vorbeispaziert. Die machen wir nochmal ganz kurz voll, wenn sie schon mal da sind. Da ist es. Die Krone des Lichts. Sagt diesmal nicht mehr seinen Elbensatz auf. Ist mir auch recht, der Celebrimbor. Es gab ein Königreich. Hier in Mordor. Es wurde im Widerstand gegen den dunklen Herrscher errichtet. Aha. Nächste Erinnerung. Schauen wir mal, da finden wir doch auch relativ flott hin eigentlich. Weg von... Was ist eigentlich unser nächstes Überleben? Ach komm. Kann doch nicht wahr sein, oder? Sind hier welche? So lange gehen die mir echt auf die Nerven. Das sind doch eigentlich bloß so blöde Fledermäuse. Oh Mann. Wo sind wir eigentlich? Sind wir am schwarzen Tor? Aber ich habe nur ein paar angesenkte Borsten bekommen. Tatsache. Oh, ist das cool, dass wir da so nah rankommen. Wo ist denn diese Statue? War die nicht auch hier? Nee. Nee, also Orientierungsschwierigkeiten habe ich noch ein bisschen. Was soll's? Okay, hier sind noch ein paar Hansis, die jetzt nicht mehr da sind und brennen. Okay, da renne ich durch. Jawoll. Schildheini. Ach, dieses Spiel ist so geil. Unglaublich. Ich schau's und hör's und spiele es noch viel lieber. Wirklich geil. Oh. Abgemurkst. So, gehen wir ein bisschen. Ach so, bitte. Kein Thema. Wir sind frei! Echt? Das habe immer noch ich zu entscheiden. Bist mein Sklave jetzt. Solange ich keine Hitlers mehr sammeln muss. Hitlers. Okay, Erinnerung, los. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Harte Worte von so einem kleinen Mann. Naja. Ist mal ein bisschen mehr? Nö. Ist eigentlich auch nur eine kleine Nebenstory von irgendeinem der Sklaven. Aber dann wurden nach Mordor höchstwahrscheinlich die Verbrecher. Diese Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Der Hauptmann
schon wieder fort. Oh, ist raus aus dieser Welt hier. Es war doch direkt hier auch der nächste. Ach, da, ich seh's. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ich weiß. So, da lang. Was war das? Hopp. Und hopp. Und rechts rum. Terrorisieren. Vielleicht hauen sie dann ab. Tun sie, sehr schön. Und aufsammeln. Greifen uns jetzt doch nicht mehr. Ach, boah, die hätten uns fast. Mörsernstößel, die hätten uns fast noch angegriffen, ne? Das war irgendwie klar, dass es da ist. Irgendwie war es klar. Okay, Erinnerung abspielen. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Das glaube ich nicht so richtig, ja? Also Sauron in Ketten habe ich noch in keinem der Filme bis jetzt gesehen und auch nicht im Spiel. Vielleicht kommt es ja mal vor, aber auch Celebrimbor, nimm mal Celebrimbor. Selbst der ist auf ihn reingefallen und der ist so, okay. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht. Ja, das Land für tot. Ja, ja, brauche jetzt nicht, brauche jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht. Was ist denn da hinten los? War doch gerade noch so ein. Okay. Ja. Ich sag, also, was macht sie denn da jetzt? Jawohl, und? Hingerichtet. Ah, ich find's immer wieder gut. Also, die Hinrichtungen sind schon echt. Also, die gefallen mir schon speziell gut. Rollt er noch einen Kopf? Rollt er? Ja? Rollt er noch einen Kopf? Ja, da rollt ein Kopf. Der wird garantiert kein Häuptling mehr. Oh, da ist wieder ein Graug. Und da ist die Statue da hinten. Da sieht man sie. Wir wollen aber hier hin. Also nach rechts rum. Okay, ist das wieder ein Graug? Okay, da sind noch ein paar Ghule. Passt das? Wahrscheinlich mehr aus einer Stelle. Da ist der Graug. Ghule, Ghule, Ghule. Ghule, 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 Ghule. Es ist nachts, gell? Nachts kommen diese Viecher. Naja, ich rieche auch was. Und zwar, dass ich einen Düsen hab lassen. Die Mithrilklinge. Genau das wollten wir schaffen. Okay, machen wir. Eliminiere die Sklaventreiber innerhalb von 3 Minuten. Okay, los, 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 los. Hoffentlich kommen die schön nacheinander, bestimmt. Wäre sonst komisch. Erledigt. So, links oder rechts zuerst? Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts? Ja, rechts. Wäre wahrscheinlich egal gewesen. Aber lass dich nicht entdecken, ist die zusätzliche Option. Okay. Hoffentlich schaffen wir das. Aber es sieht. Halt. Wenn wir schon mal hier oben sind, machen wir auch hier oben fertig. So. 10 Sklaventreiber sollen wir eliminieren. Der ist auch ganz gut versteckt hier. Sehr gut. Der kriegt einen Tod von oben. So. Na, hopp. Und hopp. So, ich denke mal, der. Wenn ich fertig bin, lass nichts außer Blut und Gedärmen über. Auch erledigt. Wieder nicht entdeckt. Dann danke, noch einer. Speerwerfer. Auch down. Und noch der letzte. Einer von danke. Den beiden hier. Nimm mal den näheren. Und fertig. Das war jetzt relativ simpel. Aber ich find's geil. Gefällt mir mit diesen Nebenaufträgen. Fähigkeit freischalten. Wir sind wieder frei. Jetzt könnten wir den Fokus machen. Ja. Den machen wir. Ich denke schon. Also wir haben jetzt hier nicht mehr viel auf der Karte. Aber ich denke,
dass wir es... Oh, hoffentlich, ey. Hoffentlich schaffen wir das. Vielleicht sollten wir auf dieses Spezialding ersparen. Aber es kann doch nicht sein, dass es... Nee, da kommt bestimmt noch was dazu. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Weil, was ist das hier? Mhm. Das ist ein Tor. Das schwarze Tor öffnen. So kommen wir vielleicht noch raus. Wäre mal interessant. Aber das werden wir alles ja noch sehen. Wir haben ja noch Zeit. Auf jeden Fall, wo bin ich? Das wäre schon mal interessant. Da oben. Dann gehen wir zu den Gefallenen. Da waren wir auch noch nicht. Und dann geht es wieder nach oben zu den Hauptaufträgen. Würde ich sagen. Dann haben wir jetzt eine Folge mal mit Sammeln und mit... Hui. Haben wir jetzt... Ja, scheiße. Wo kommen die denn jetzt alle her? Was ist meine... Nein. Okay, also die Gefallenen. Das ist wieder eine der Sklavenaufträge. Auf jeden Fall, diese Folge haben wir dann auf jeden Fall mit Sammelaufträgen und mit etwas, ja, Nebenaufgaben. Was? Hey Leute. Oh. Turmhorn, der Braune. Ich sehe dich. Da ich jeden gern mal hören will, wie der ausgesprochen wird. Na komm. Turmhorn. Oh, geil. Fernkampfangriffe, anfällig für Schleichtodestöße. Oh, den hätte ich ja so einfach töten können. Aber egal. Na komm. Auf jeden Fall. Eine Hinrichtung von dem Hauptmann. Sieht man auch nicht alle Tage. Aber erledigt. Sau gut. Sau gut. Ja, ja. Ich sehe dich auch. Macht plus 4. Nur weil ich ihn geköpft habe. Schadet auch nicht. Oh nein. Diese blöden Ghule. Das sind immer so viele. Und ich mag die nicht. Die greifen einfach immer alle auf einmal an. Kommen, aber die kommen nicht hier hoch, oder? Nein. Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Was war das noch für ein Geräusch? Na, komm. Ach, falsche Richtung. Oh, Talion. Hab ich mir diese wohl Richtung. Nur genau. Und nach oben. Hopp, 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 hopp. Genau. Und da sind wir. Die Gefallenen. R1, Auftrag starten. Die Gefallenen. Die Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor ihren Peinigern. Los geht's. Was glaubst du, der Waldläufer? Ich glaube, der Waldläufer. Ist hier tatsächlich... Hier sind tatsächlich wieder... Da wir jetzt eine halbe Ewigkeit Fokus haben. Eins. Nein! Tja, so viel zur halbe Ewigkeit Fokus. Ohne werde ich diese Viecher niemals treffen. Sollen wir noch kurz warten? Haben wir Zeitprobleme? Ne, rette die Sklaven, eliminiere 5 Uruks durch Schleichtötungen. Okay, jetzt warten wir nur noch mal ganz kurz. Jetzt sind die zwar wieder voll und da ist einer recht nah. Oder kommt eine direkt auf uns zugeflogen? Ah, da hätte ich schon abschicken können. Warte, klar. So. Yes! Töte 5 ungeflügelte Untiere. Töte 3 Ragoa. Aber die kann ich ja eigentlich ja fangen. Also draufspringen und beherrschen und dann auszehren. Ihnen quasi das Blut aus den Knochen saugen. Ist gar nicht schlecht. Okay. Wir haben, wie gesagt, hier wieder ein paar Sklaventreiber. Oh, und hier 2. Ich würde sagen, den... Hol ich mir einfach mal nach hinten. Schleicht da jemand umher? Ja. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Scheiße. Ich kann es nicht länger ertragen. Bitte hilf mir. Okay. Komm her. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ja. Waldläufer, bitte, komm schnell. Eine Leiche. Einer von uns. So. Habe ich da gerade etwas gehört? Nein, 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 nein. Schnell, schneid schneller. Endlich bin ich frei. Nein. Der
Ja, locke ich ihn auch nochmal an. Nochmal. Okay. Und. Okay. Jetzt haben wir schon drei. Sein Wettstein steht schon den Halb. So. Oh, jetzt habe ich ihn unterbrochen, den Schwätzer. Na komm. Auch weg. Kommt der auch gleich? Jawohl. Eine Leiche. Ja. Erledigt. Jetzt der Berserker da noch. Warte, ich rieche etwas. Das heißt, die Berserker müssten irgendwie eine coolere Stimme haben. Oder zumindest eine andere. Ein Mörder ist unterwegs. Ist irgendwie gay. Für einen Berserker schon ein bisschen gay. So. Jetzt haben wir die 5. Jetzt können wir da theoretisch durchrushen. Oder zumindest sie schneller erledigen. Boom. So. Okay, jetzt haben wir die schon mal weg. Jetzt haben wir da oben noch einen Bogenschützen. Hier stehen noch mehr Schmerzen bevor. Yeah. Die auch bald. Hier war doch ein Bogenschütze. Ah, da hinten. Da ist auf jeden Fall auch einer. So, Bogenschütze down. Aber hier ist doch auch... Hä? Du kannst schlafen, wenn du tot Ach, da. Bist. Und du kannst sterben, wenn ich mit dir fertig bin. Scheiße, kein Elbengeschoss mehr. Hä? Wieso? Hä? Ah. Was meinten die immer mit halten? Kann ich da jetzt am Kopf platzen lassen? Geilo. So, abschneiden, durchschneiden, nicht abschneiden. Ich stehe in deiner Schuld. Yeah. Batsch. Yes. Oh, der macht so coole Moves einfach nur. Und langsam habe ich's raus. So, und. Ah, Mann, lass doch den Kopf nicht so hängen. Ich ertrage diese Qual nicht. Abgeschlossen. Sehr schön. Ich kann meine Füße kaum noch spüren. Auftrag erledigt. Okay. Wir sind mal wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einfach ein paar Kommentare oder einer reicht auch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wäre super. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.